Die Information, dass unsere Familie ausgebürgert wurde, habe ich bekommen 2 Tage nach meinem 15. Geburtstag. Da war meine Mutter genau 7 Tage in Haft. Die ist ja an dem Montagmorgen davor morgens um 5 abgeholt worden. Ich habe meine Mutter auch dann, die kam direkt aus der Untersuchungshaft an die Grenze, wurde sie gefahren, dort wieder gesehen. Und dann sind wir in einen gemeinsamen Bus gestiegen und dann sind wir über die deutsch-deutsche Grenze gefahren worden. Der Bus hat uns eigentlich von einem Leben in ein anderes gebracht. Wir sind dann sehr schnell nach West-Berlin gezogen, weil da auch mein Vater schon lebte. Und dann hat sich das so ganz peu à peu normalisiert, das Leben. Wenn du das Land verlassen musst und du bekommst Transitverbot und lebenslanges Einreiseverbot, dann denkst du natürlich, du siehst deine Freunde und vor allen Dingen deine Familie nie wieder. Es war überhaupt nicht klar, dass 21 Monate später die Mauer fallen würde. Und das war dann von einem Tag auf den anderen. Durch einen freudschen, freudigen Versprecher von Herrn Günter Schabowski. Die Massen strömten von Ost nach West. Und dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich mich entgegen dem Riesenstrom auf in den Osten und bin am Abend des 10. November in den Osten gefahren. Du hast einen Pseudosozialismus und einen marktwirtschaftlichen Kapitalismus und die sollen plötzlich innerhalb von einem Jahr, sage ich mal, oder anderthalb Jahren auf ein Level kommen. Das geht gar nicht. Das ist nicht machbar. Ein paar gute Zwischenschritte hätte ich mir da gewünscht.